Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir machen heute auf jeden Fall mit der Hauptquest weiter, aber ich habe beim letzten Mal etwas vergessen. Und zwar habe ich jetzt einen kleinen Abstecher gemacht. Hier oben nach wie auch immer man das ausspricht, ich weiß es nicht. Ich habe den Redwald hier markiert. Redwalds Vater war ein wohlhabender Lord, den Redwald in seinem Bett ermordete. Nicht wegen des Erbes, sondern aus reiner Mordlust. Und wie wir hier sehen können, Redwald ist ein Eiferer. Alle, die hier außen sind, sind Eiferer. Hier unbekannte Eiferer kann man auch sehen. Und da hier die Stärke 90 empfohlen wird und wir jetzt aktuell Stärke 121 haben, habe ich mir gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal und hoffe, dass ja, das dann auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich werde mich jetzt erstmal hier runter begeben. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, weil hier um mir herum eigentlich überall Wachen sein sollten. Ich werde nicht den Fehler machen, da runter zu springen, weil der irgendwie nie dieses Ding anpeilt. Ich weiß auch nicht warum. So, der ist jetzt da hinten. Dann werde ich mal gucken, dass ich da in die Richtung runterkomme. Sind sogar zwei Berittene hier unterwegs. Drei Berittene, was ist denn hier los? Hallo? Wieso kann ich die nicht markieren? Ah, jetzt sind sie markiert. Aber die Fußgänger, die ja schon mal öfter vorbeikommen, die sind noch nicht markiert. Nein, nicht einfach darunter springen. So nicht, mein Freund oder meine Freundin. Ah, das. Ah, nee, das ist ein Pferd. Das ist nicht der eine, okay. Gerade schon sagen, der steht da so ein bisschen. Da läuft noch einer. So, das ist eher. Okay. Ich weiß nicht. Ich wollte nämlich mit ihm alleine kämpfen. Ich wollte nicht mit anderen kämpfen. Irgendwie kann ich ihm auch nicht wirklich angreifen. Okay, ich muss erstmal in sein Gebiet reinkommen. Der ist da hinten. Ich möchte auch keine Überraschungen erleben. Jetzt muss ich aber trotzdem mal eben gucken, wo ist er denn jetzt genau? Was siehst du da oben, Sühnen? Der ist da hinten am Rumreiten. Ach du Schande, okay. Oben sind Leute drin. Ja, da kam ich schon mal nicht rein. So. Zeig es mir. Könnte der sich dann auch wieder auf den Weg nach hier begeben, bitte? Jetzt habe ich mich extra so nah zu ihm hingebracht und trotzdem ist er jetzt schon wieder weg. Aber er scheint wieder zurückzukommen. Die Frage ist jetzt, kommt er hier durch den Fluss? Das wäre natürlich klasse, weil. Das wäre nicht klasse, weil wir hier kein Attentat machen können. Schade. Okay.
Ja, bloß nicht ausweichen. Hallo, bewegen. Wieso habe ich kein Adrenalin? Wird mir das abgezogen? Wieso habe ich kein Adrenalin? Hallo? Ich habe nicht einmal was gemacht. Wollt ihr mich veräppeln? Du sollst ausweichen, Mädel. Ist das so schwer? Blocken. Ausweichen, Mädel. Ich verstehe es nicht. Yes. So, muss ich nicht seinen Tod noch bestätigen oder so? Doch, jetzt kommt was. Oh. Ich diente einst unter dem heiligen Chiadabaitamefjord. Ich war ein Mönch. Ich hätte dort bleiben sollen. Starb der heilige Chiada mit seiner Axt in der Hand? Man wird den heiligen Chiada dafür verehren, dass er nicht zur Axt griff. Hätte ich nur auch so gehandelt. Wäre ich nun nicht auf dem Pfad der Gewalt gewandelt. Die alten Götter werden mit der Zeit verblassen. Möge Gott mir meine Sünden vergeben. Yes. Wir haben Redwald ausgeschaltet. Und ein Medaillon der Ältesten bekommen. Sehr schön. Sehr geil. Natürlich speichere ich auch, weil, ne, wir kennen ja die Probleme mit diesem Spiel in Bezug aufs Speichern. Ja, perfekt. Wir sollten jetzt, um nochmal eben umzuschwenken, nach Lunden gehen. Ich habe allerdings nur diesen einen Schnellreisepunkt. Ich werde da mal eben hinreisen und zu dem Punkt gehen, wo wir uns treffen wollten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, irgendwo hier in der Nähe müsste es sein. Oh, Moment. Ach so, das ist schon voll. Wieso ist das voll? Ja, es sollte unten. Das Krepeltor von Lunden. Vielleicht finde ich hier einen Amtsmann, der sein Salz wert ist. Ruhig bleiben! Ich bitte um Geduld, Leute! Das Problem ist im Handumdrehen behoben. Ganz ruhig bleiben! Hier, Liebes.
Durchhalten, Meister Hammer. Es kommt alles in Ordnung. Du bist sowas wie ein Hirte, nicht wahr? Manchmal fühlt es sich so an, ja. Kann ich dir behilflich sein? Wer hat dir das Sagen? Ich würde gern mit ihm sprechen, wenn möglich. Statthalter Trück. Ein Däne, der vor 4 Jahren nach London kam. Trück? Die meiste Zeit des Tages findest du ihn in der alten Villa, wo er sich um allerlei Schuckereien kümmert. Stowe! Afgos will seinen Anteil von der Sommerernte. Scheißkerl. Hä? Das dauert so lang. Wir reden. Meine Herren, die Bauern Mercias haben ihre Last beglichen. Sollte Afgos mehr wollen, kann er einen Antrag stellen. Einen Antrag stellen? Du kannst diesem alten Bauern hier sagen... Ha! Ha! Wenn er den Apfel will, soll er danach angeln. Der gehört Meister Hammer, mein Herr. Angel ihn raus. Das ist ungehörig. Angel ihn raus. Ich würde gerne mit meinem Dolch angeln. Gott im Himmel, du kämpfst, als hätte der Teufel dein Brot gestohlen. Du teilst aber auch ordentlich aus. Choalt, sei so gut und stich die Namen derer, die ihre Abgabe geleistet haben. Machst du das? Also, du hast etwas mit Statthalter Trück zu besprechen, stimmt's? Ich spreche mit jedem, der meinem Rabenclan eine rechte Freundschaft anbieten kann. Wenn das du bist, umso besser. Ach nein, Trück ist dein Mann. Ich bin der Greve von Lundens Westen. Ich sorge für Ordnung und Recht. Greve ist kein Name, der mir leicht über die Lippen kommt. Greve ist mein Titel, verzeih. Stowe ist mein Name, Stowe von Lunden. Oh, okay. Naja, warum nicht? Ein stattlicher Name für einen stattlichen Mann. Ich mag Leute, die in einer Schlägerei bestehen. Um aufrecht durch Lunden zu gehen, muss man wissen, wie man seine Fäuste schwingt. Ich habe das wirklich so gemeint. Nun, ich weiß deine Offenheit zu würdigen. Bring mich zu deinem Statthalter. Klingt, als wäre es gut, ihn zu kennen. Also gut, der Posten besetzt, die Herde behütet. Lass uns zu Trück gehen. Naja, man muss ja mal alles ausprobieren, ne? Ich meine. Wie soll ich dich nennen? Schlägerschreck? Dänenhammer? Ich bin Eivor vom Rabenclan. Wir haben eine Siedlung im Norden, in der Nähe des Nene. Nun, ich stehe in deiner Schuld, Eivor. Du bist eine gute Verbündete. Das ist also Lunden. Eine Stadt von Riesen erbaut. So sagt man. Ein alter Ort, so unwursch wie es nur geht. Aber ich bin in die Rätsel vernarrt, welche die Stadt umgeben. Ich bin hier aufgewachsen. Ich lernte die Schriften der Apostel in Lundenbeck, der sächsischen Siedlung westlich der Mauer. Du bist aber kein Priester, oder? Nein, ich wurde von ihnen erzogen. Und für einen mittellosen Bastard habe ich mich ganz gut gemacht. Ein mittelloser Bastard und nun der furchtlose Greve von Lunden. Tja, es war Trück, der etwas in mir gesehen hat. Er urteilt nicht nach den Umständen meiner Geburt. Seine beiden Hände, die linke und rechte, sind ich und ein dänischer Soldat namens Erke. Erke ist eine Waise der letzten Wikinger, die wir in Lunden niederwerfen mussten. 2 oder 3 Jahre muss es her sein. Ich lernte Erke durch Trück kennen und nun laufen wir Greven durch die Stadt wie Eltern, die nach ihren Kindern sehen. Ein Sohn des Landes und ein Däne. Lunden besteht aus vielen verschiedenen Teilen. Moment. Hier stimmt etwas nicht. Eisen in der Luft. Das ist frisches Blut. Das waren gute Männer. Was ist geschehen? Okay, habe ich den voll oder warum macht die nichts? Aua. Gott, nein! Nein, nein, nein!
Es brauchte 3 Pfeile, ihn zu töten. Die anderen 12 waren zur Demütigung. Oh Herr, lasse über diese Männer das Licht deines Antlitzes und deiner Barmherzigkeit leuchten. Wir brauchen hier keine Fremden. Das ist eine Privatsache. Kein Grund, misstrauisch zu sein. Eivor hat mir in einem Kampf am Krepeltor beigestanden. Es sind noch mehr Schläger aufgetaucht. Du musst ein wahrer Broker sein, um dich gegen dieses Geschmeiß zu behaupten. Wir müssen sie in die Schranken weisen, Stowe. So kann es nicht weitergehen. Ja, ich schätze ja. Wenn der hier noch einen Kopf hätte, würdet ihr ihn dann Trück nennen? Den Statthalter? Gott im Himmel, der Mann ist tot. Etwas Respekt, bitte. Wir zwei werden uns gut verstehen. Du musst Erke sein, Lundens zweiter Greve. Erke Bodelson, der bin ich. Hat dieser Haufen Eingeweide mich etwa den zweiten Greve genannt? Der erste im Ostteil. Und ein Mann, dem ich bedingungslos vertraue. Stowe war noch nie ein guter Menschenkenner. Erke, das ist Eivor. Sie kam, um Trück zu treffen und die Freundschaft mit ihrem Clan zu besiegeln. Er hätte dich herzlich willkommen geheißen. Er war ein argloser Mann. Und das hat er jetzt davon. Hast du etwas gefunden? Ich traf gerade erst ein. Die Mörder haben einen Brief an der Leiche hinterlassen. Ich sehe mich mal um. Trück war immer von seinen Männern umgeben. Wie kam dieser Mörder zu ihm durch? Er muss sie gekannt haben. Gut genug, dass sie unbehelligt in seine Nähe kamen. Gott im Himmel, das könnte fast jeder sein. Er war doch der Statthalter. Also kurz zu meiner Verteidigung. Ich wollte keinen Witz über den Typen machen eben. Von einer Dame. Dieser Brief. Jemand wollte, dass wir ihn sehen. Aus Rom zog ein Orden von Heiden aus, die Relikten aus einer Zeit vor Christus huldigten. Erke, das ist der Brief, von dem er uns erzählt hat. In dem schlimme Nachrichten für Lunden stünden. Er warnt vor 3 Heiden, die Lunden unterwandert haben. Seine Mörder, nehme ich an. Schmutzige Nachrichten von einer Dame. Nein, von mehreren. In Trücks Pult. Oh ja. Der alte Mann hatte muntere Augen und Hände. Das wusste ich nicht. Ich... 3 Fußspurpaare führen weg. 2 durchschnittliche und ein riesiges. Das wusste ich nicht. Ich hatte nie... Er wollte nicht, dass du es weißt. Das war sein Geheimnis. Was gefunden? Ach so. Außer genug Blut, um die verblassene Stadt anzustreichen? Nein. Brief an Uba. Uba, mein Hauptmann, mein Freund. Ich hoffe, dass das warme Wetter dich wohlig beseelt. Obwohl es in Lunden nie so kalt wird wie in Norwegen, so regnet es hier doch beinahe jeden Tag. Ich fühle mich kalt und grau, wie ein Fisch. Ein weit verbreitetes Gefühl hier, wie mir scheint. Dennoch halten die Mauern stand und unsere Kammern sind gut mit Beute gefüllt. Das Wikingerleben fehlt mir nicht. Ich habe genügend goldene Sonnenaufgänge in meinem Leben gesehen. Ich bin nun bereit, mich auf meinen Lorbeeren auszuruhen und finde Gefallen an den Märchen der Stadt. Falls du es eines Tages leid sein solltest, auf Schiffen zu schlafen oder wenn Iva sich wie eine Schlinge um deinen Hals anfühlen sollte, steht hier immer ein Thron für dich bereit. Dein Waffenbruder, Trück. Oh, das nehmen wir mal so nebenbei mit. Hatte ich nicht noch irgendwo was gesehen? Ja. Das haben wir doch schon gehabt. Achso, hier war noch was, ne? Hallo? Kann man das erst sehen? Das Handwerkszeug eines Baders. Scharf und präzise für saubere Schnitte. Damit wurde Trücks Kopf von seinem Hals getrennt. Okay, das heißt, ein Hinweis fehlt uns vermutlich noch. Schlau aus alledem. Ich verstehe das nicht. Wie wir uns auf unseren Lorbeeren ausruhen, während Eivor die ganze Arbeit macht. Ach so, das war das, okay. Ja. Ehrlich gesagt, ich finde jetzt hier sonst auch nichts mehr. Das ist nur noch zum... Das ist klar. Ist hier draußen vielleicht noch irgendwas?
Ne, das sind nur die Pfeile. Das sind auch Pfeile. Okay, den kann man immerhin noch plündern. Ja, entweder bin ich jetzt ganz doof. Ja gut, da steht jetzt auch nur, was ist in der Villa geschehen, ne? Moment, da oben? Ah, also doch. Ich hatte schon so ein bisschen die Befürchtung, dass wir irgendwie nach oben müssen. So, wo war das jetzt? Oh, ja, ich glaube, ich kann es auch ohne nochmal die Taste zu drücken sehen. Hallo? Ich beneide ihn nicht um seinen Tod. Moment, er hält etwas in der Hand. Ist das etwa nicht Drücksiegel? Nein, es sieht römisch aus. Es muss von einem Brief stammen, den er geöffnet hat. Es war dieser Wache jedenfalls wichtig, wenn er es sogar im Tod noch fest umklammert. Vielleicht musste er deshalb sterben. Ich glaube, ich verstehe, was hier los war. Aber woher wollen die sehen? Er wurde im Sitzen erschossen. Vermutlich, als er den Brief las. Eine seiner Wachen nahm das Siegel und versuchte zu fliehen. Er hat es nicht geschafft. Ein zweiter Mörder kam ihm zuvor. Er endete in der Schlinge, angehoben von einem größeren Mann. Ein dritter Angreifer nahm seine Augen und holte sich Trücks Haupt. Ein Zeichen vielleicht. Führer ohne Kopf, Wache ohne Augen. Die Täter kannten keine Furcht. Dieser Mord war eine Botschaft. Ihre drei Spurenpaare führen gemeinsam nach hinten zum Hof hinaus. Der Brief erwähnte drei Heiden und nennt nur ihre Spitznamen. Der Blutegel, der Pfeil, der Kompass. Unterzeichnet von jemandem, der sich als armer Mitstreiter Christi bezeichnet. Armer Mitstreiter? Komischer Name. Drei Namen, drei Mörder. Wie du sagtest. Ey, Baldersack! Es könnte jeder in London sein. Wem können wir trauen? Wohl nur den Personen in diesem Raum. Selbst das wäre töricht, bis wir mehr wissen. Der Pfeil wird als kampflustiger dänischer Eroberer beschrieben. Das trifft auf viele in London zu. Der Blutegel stammt wohl aus Westsaxe. Auch davon gibt es so viele in London. Und der Kompass, ein fränkischer Schiffsführer. Schon seltener. Doch mir fällt niemand ein. Was ist das für ein Symbol? Kenne ich das nicht aus dem Mithras-Tempel? Ich kam eben noch daran vorbei. Mithras-Tempel. Ist das eine Kirche? Eine Kirche? Himmel, nein. Mithras war eine heidnische Idee. Ein sogenannter Gott der alten Soldaten, die diese Stadt erbaut haben. In dieser Stadt wimmelt es von Feiglingen. Wir könnten die Nächsten sein, wenn wir diese kranken Auswüchse des Hasses nicht aufklären. Ich hab es doch gesagt. Die Stadt versteht nur Blut und Macht. Daran sollten wir uns halten. So kann ich ihn nicht zurücklassen. Ich muss ihn... Die Kirche kann sich darum kümmern, Stowe. Nein, ich sollte das tun. Ich muss ihn für das Totengericht vorbereiten. Ich verstehe. Geh nur von Zeit zu Zeit an die frische Luft. Es stinkt hier drin. Sollen wir, Broger? Ja. Zu den Waffen! Verteidig Drück! Tja, jetzt haben die Leute Wind von der unschönen Sache bekommen. Sieh dir ruhig den Tempel an, Eivor. Er liegt östlich von hier. Ich werde jetzt erstmal als Greve gebraucht. Bleibt fern, bleibt fern! Der Kampf ist vorbei. Bald wird es eine Versammlung geben. Wo ist denn... Überblicke das Land, Freundin. Da kommt man unten rein. Und in dem Haus soll eine Rüstung sein. Da ist der Tempel. Also da müssen wir dann sowieso dran vorbei.
Okay. Also mal schauen, ob ich die noch finde. Vielleicht finde ich sie, vielleicht finde ich sie nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und uns dann in der nächsten Folge um den Tempel kümmern. Bis dann. Ciao.